Mahlzeit, meine Freunde. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Beziehungsweise der Fortsetzung des letzten Videos. Im letzten Video haben wir uns ja bereits den aus dem Hause Steamcrave kommenden Ragnar RDTA angeschaut. Da habt ihr gesehen, was alles mitkommt, was er kann. Wir haben ihn gewickelt und wir haben ihn gedampft. Und dieses Mal geht es halt um den Unterbau, nämlich den Hadron-Mod inklusive seinem Squonker-Backpack. Das Video wird recht umfangreich werden. Wir werden uns erstmal angucken, wie euch das Ganze nach Hause geliefert wird. Dann gibt es natürlich wieder detailreiche Zoom-Aufnahmen vom Akkuträger, inklusive der kompletten Menüführung des neuesten Updates. Dann werden wir uns den Backpack näher anschauen. Wir werden ihn auch zerlegen, sodass ihr euch mal das Innenleben angucken könnt. Letztendlich dampfen wir das Ganze zusammen. Ich hau euch meine persönliche Meinung um die Ohren. Eure sollt ihr euch natürlich am Ende des Videos selbst bilden. Und das alles seht ihr natürlich wie immer in diesem Video. Zunächst einmal schauen wir uns erstmal an, wie euch das Ganze nach Hause geliefert wird und beginnen tun wir mit dem Akkuträger. Ihr bekommt eine schwarze Pappschachtel, auf deren Vorderseite der Akkuträger selbst abgebildet ist. Auf der Seite finden wir dann die enthaltene Farbe und auf der Rückseite einen Scratch and Check Code. Und wenn wir das Ganze mal aufziehen, um reinzuschauen, dann finden wir im Inneren dieses Kartons eine ausführliche Bedienungsanleitung für das Gerät in Englisch sowie einen kleinen Steamcrave Aufkleber. Ein kleiner Zettel, der uns darauf hinweist, dass die eingelegten Akkus eventuell wackeln können, da der Mod für unterschiedliche Akkugrößen ausgelegt ist. Und wir hier erstmal 4 Gummibänder um die Akkus spannen sollen. Wir haben einen Akkuadapter für 18650er Akkus aus Gummi und 4 Silikonringe für die Akkus. Ein recht qualitatives und ca. 80 cm langes Micro-USB-Daten- und Ladekabel sowie 2 Gummidichtungen und eine Silikonabdeckung für den Akkuträger. Und wir haben unseren Akkuträger selbst, der dann auf den ersten Blick erstmal so aussieht. Der Hadron besteht aus Aluminium und Edelstahl und hat die angegebenen Maße von 99,2 x 48 mit einer Tiefe von 38. Er hat einen verschraubten 510er Anschluss aus Edelstahl mit einem gefederten Squonker-Pin und nimmt maximale Verdampfergrößen von 35, maximal 36 mm auf. Er hat einen oben liegenden Feuertaster, ein darunterliegendes TFT-Farbdisplay, darunter befinden sich dann 3 Einstellungstasten sowie der Micro-USB-Port zum Laden und Updaten des Akkuträgers. Auf der linken Seite finden wir dann nochmal Steamcrave eingraviert, auf der rechten Seite finden wir dann die Bezeichnung des Akkuträgers, auf der Rückseite befinden sich dann noch die Befestigungspunkte für den Squonker-Backpack, den wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen werden, den wir auch anbauen und in Betrieb nehmen. Und auf der Unterseite haben wir dann einen gefederten Akkudeckel mit 4 Entgasungslöchern und gefederter Metallschließe, bei der uns die Polarität nicht nur im Akkuträger selbst, sondern auch nochmal im Akkudeckel angezeigt wird. Eingeschaltet zeigt uns das Display dann erstmal alle relevanten Informationen, wie den eingelesenen Widerstand, die ausgegebene Spannung, ob wir den Akkuträger gesperrt haben oder nicht, unseren Betriebsmodus, einen von 5 Speicherplätzen, die ausgegebene Leistung, unseren Puff-Counter, das voreingestellte Preheat, eine Akkustandsanzeige grafisch sowie eine Akkustandsanzeige in Echtzeit. Drücken wir die obere der 3 Einstellungstasten, können wir dann zwischen den 5 frei einstellbaren Speicherplätzen hin und her wechseln. Drücken wir die untere der 3 Tasten, können wir unser Preheat verstellen zwischen Soft, Standard, Powerful und Powerful Plus. Drücken wir die mittlere Taste, können wir dann unsere Leistung verstellen in 0,1 Watt Schritten bis 100 Watt, in 1 Watt Schritten bis 220 Watt. Wir können in den Joule-Modus wechseln oder Temperatur dampfen mit Edelstahl, Titan, Nickel oder eigenen TCR-Werten. Halten wir die untere Taste ein wenig länger gedrückt, dann können wir zwischen dem Bypass-Modus hin und her wechseln. Mit einem längeren Druck auf die obere Taste löschen wir dann den Puff-Counter. Den Widerstand neu einlesen können wir dann, indem wir die mittlere Taste und eine der beiden anderen Tasten etwas länger gedrückt halten. Mit einem Dreiklick auf den Feuertaster können wir dann den Akkuträger sperren. Wir können unten nichts mehr verstellen, aber weiterhin mit dem Akkuträger dampfen. Und über einen Fünfklick auf den Feuertaster gelangen wir dann nochmal in ein Untermenü. Und hier können wir dann den Akkuträger ausschalten, unsere TCR-Werte einstellen, zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln oder unsere Display-Standby-Zeit anpassen. Zu guter Letzt hat der Akkuträger dann noch einen Anfängermodus, den ihr dann erreichen könnt, indem ihr die obere und die untere Taste für längere Zeit gedrückt haltet.
Hier fallen dann Joule, temperaturgesteuertes Dampfen und das Preheat weg. Und da ihr nun erstmal alles zum Akkuträger gesehen habt, wechseln wir nun einmal zu dem optionalen Squonk Pack. Geliefert wird euch dann dieses hübsche Anbauteil in einer schwarzen Pappschachtel mit einer kleinen Anleitung, einem Steamcrave Aufkleber, zwei Schrauben zum Befestigen und vier Dichtungsringen. Das Ganze besteht von außen ebenfalls aus Aluminium und Edelstahl, fast 18 ml und hat die angegebenen Maße von 99 x 48 mit einer Dicke von 17,2. Wir haben auf der einen Seite ein drehbares Topfelsystem, das es uns dann möglich macht, den Tank auch mit großen Liquidflaschen zu befüllen. Auf der anderen Seite haben wir dann eine mechanische Pumpe, die uns jedes Mal beim Betätigen 0,4 ml in den Tank pumpt. Wir haben ein großes und ein kleines Sichtfenster, um unseren Liquidfüllstand abzulesen. Und weil es bestimmt jemanden von euch gibt, der sich dafür interessiert, wie das Ganze von innen aussieht, löse ich hier mal die vier äußeren Kreuzschlitzschrauben. Nachdem wir dann den inneren vom äußeren Teil getrennt haben, habt ihr erstmal einen sehr schönen Blick auf das Innenleben, nämlich den Kunststofftank, die mechanische Pumpe sowie die Zuleitungen. Solltet ihr das Ganze mal grundreinigen wollen, könnt ihr natürlich den oberen Teil vom Tank ebenfalls trennen. Und um das Ganze mit dem Hadron nutzen zu können, müssen wir die Teile einfach nur noch miteinander verbinden. Zuerst einmal kommt die obere Halteschraube dran, die leider durch ihre gewählte Position etwas frickelig einzusetzen geht. Die untere Schraube hingegen lässt sich ganz einfach hier reinstecken und festziehen. Und sobald das Ganze dann oben und unten miteinander verbunden ist, fehlt uns nur noch ein bisschen Liquid. Der Ragnar RDTA mit Meshdeck und Squonkerpin. Und schon wäre diese schicke Kombi bereit zum Dampftest und zum Fazit. Und da wären wir auch schon wieder zurück zum Dampftest und zum Fazit mit Terminator, seinem Vater, dem Rucksack, den er trägt, und dem Ragnar RDTA in der Tröpfler-Variante mit Squonkerpin und Backpack. Was den Ragnar angeht, da habt ihr ja alle Informationen bereits im letzten Video erhalten. Hier im zweiten Teil geht es dann hauptsächlich um den Akkuträger und seinen Rucksack. Und ja, ich versuche das Ganze mal so sachlich wie möglich zu gestalten. Aber wenn man sich das Ganze mal so anschaut, ja, gibt es schon recht viele Emotionen, wenn man sich das Ding so ansieht. Es ist ein großer Mod, es ist ein mächtiger Mod. Er sieht aus wie ein kleines Kraftwerk. Mit Mühe und Not schaffe ich es hier, meine Finger zu schließen, wenn ich das Ding in der Hand halte. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das nicht unbedingt was für jeden ist. Mir persönlich gefällt er eigentlich recht gut. Das ganze Menü, was ihr ja gerade schon in der Detailaufnahme gesehen habt, bezieht sich auf das letzte Update. Das beinhaltet dann die Bypass-Funktion und die Funktion des manuellen Zurücksetzens des Puff-Counters. Das war vorher nicht möglich, der hat sich dann immer resettet, wenn du da die Akkus rausgenommen hast. Jetzt bleibt der Puff-Counter erhalten. Wie ihr zu dem Update gelangt, steht nochmal ganz genau beschrieben in der Gebrauchsanleitung des Akkuträgers selbst. Da ist also jetzt kein großartiges Fachwissen vonnöten. Das ist da alles nochmal Schritt für Schritt beschrieben, finde ich sehr gut. Ich habe mich halt dafür dieses Update entschieden, einfach um das zu testen. Und ja, was die Verarbeitung angeht des Akkuträgers. Da würde ich sagen, switchen wir mal eben runter in die Detailaufnahme. Das Aluminium macht einen sehr wertigen Eindruck. Wenn man das anfasst, fühlt sich das wirklich sehr gut an. Das Display ist schön groß, übersichtlich und hell. Was mir am besten gefällt hier in diesem Display, ist die Echtzeit-Akku-Überwachung. Du hast also hier immer eine Akkuspannungsanzeige in Echtzeit neben der grafischen Anzeige. Das ist meiner Meinung nach noch viel besser als eine prozentuale Anzeige. Gefällt mir sehr gut. Der Backpack lässt sich so ein bisschen friemelig installieren. Der hält auch nicht ohne die Schrauben. Das heißt, oben kommt eine Schraube rein, unten kommt eine Schraube rein. Ja, ist so ein bisschen friemelig, zumindest was die obere Schraube angeht. Das Sichtfenster gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast also immer Übersicht über deinen Liquid-Füllstand. Nicht nur hier in der Mitte, sondern auch nochmal ganz weit oben. Befüllen kannst du das Ganze super toll. Lässt sich auch super greifen durch diese Rändelung mit diesem Befüllstutzen. Und die Pumpe fördert halt jedes Mal 0,4 ml Liquid in den Tank.
Das ist schon ordentlich. Was den Akkudeckel an sich angeht, der ist sehr, sehr gut verarbeitet. Da muss man so ein bisschen mit dem Fingernagel reinhaken, um das Ganze aufzumachen. Der ist auch wirklich sehr, sehr dick. Die Feder ist schön straff. Passt mir soweit. Was mir jetzt allerdings nicht so gut gefällt, ist, dass hier meine Samsung 40T wirklich nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr Spiel drinne haben. Komme ich gleich nochmal zu. Muss das ganze Ding erst nochmal schließen und dann will ich es nochmal eben dampfen. Jo, SteamCrave hat ja angegeben, dass die Akkus da drin ein bisschen wackeln können. Dafür gibt es extra mit beigelegt diese Akku-Installationsringe. Im Volksmund bekannt als Silikondichtungsringe. Finde ich jetzt so ein bisschen suboptimal. Es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, baue ich einen Akkuträger, der nur für bestimmte Akkus passt, oder baue ich einen Akkuträger, der alle Akkus aufnehmen kann. Ich würde jetzt hier persönlich keine anderen Akkus drinne verwenden. Ich habe meine Samsung 40T und die Samsung 30T. Andere 21700er würde ich hier gar nicht einbauen. Es gibt aber Akkuhersteller, die einen dickeren Akkusleeve verwenden, also eine dickere Ummantelung des Akkus. Und es gibt sogar Vertriebe, die Akkus nochmal mit einer zusätzlichen Akku-Ummantelung sleeven, also doppelt sleeven. Selbst diese Akkus sollen dann hier reinpassen. Das wiederum finde ich recht cool. Man musst du dir darüber erstmal keine Gedanken machen. Meine Akkus, jetzt so wie ich ihn habe, ich habe jetzt hier keine O-Ringe untergelegt. Ich muss halt ein bisschen damit leben. Wenn man das Ganze so handhabt, merkt man es eigentlich nicht. Wenn man es allerdings drauf anlegt, kriegt man das Ganze relativ schnell zum Klappern. Da muss also wirklich jeder genau wissen, was er da haben will oder ob er das so haben will. Finde ich eigentlich eine recht sinnvolle Information, das hier nochmal zu zeigen. Ich lege aber grundsätzlich keine Dichtungsringe um meine Akkus. Ja, und ich lebe halt damit. Wie gesagt, wenn ich es nicht unbedingt drauf anlege, merkt man es auch nicht. Was gibt es denn noch dazu zu sagen? Da fällt mir bestimmt noch was ein. Was mir weiterhin nicht so gut gefällt, ist, dass du zwischen Verdampfer und Akkuträger immer einen kleinen Spalt hast. Das zeige ich dir auch nochmal eben in der Detailansicht. Du hast hier immer zwischen Akkuträger, wenn man das so sieht, da muss man aber wirklich einen exakten Blickwinkel hinbekommen, immer so einen kleinen Spalt. Das ist auch nicht nur mit dem Ragnar so. Das ist auch bei mehreren Verdampfern, die ich hier aufgeschraubt habe, so. Und das liegt nicht daran, dass der 510er Anschluss erhöht ist, was er auch ist, was ich wiederum sehr gut finde, damit die Oberfläche des Akkuträgers nicht zerkratzt. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass der 510er Anschluss, der da drinnen verbaut ist, also dieser Squonker-Pin, nicht ausreichend gefedert ist. Also der geht nicht weit genug runter, was die Federung angeht. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Mich persönlich stört es jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, weil wenn man das so sich anschaut, fällt das gar nicht auf, meiner Meinung nach. Da muss man schon einen gewissen Blickwinkel erreichen, um das sehen zu können. Aber ich weiß ganz genau, dass es einige Leute von euch gibt, die das stört. Was den Tastendruck angeht, der ist recht clicky, das zeige ich euch auch nochmal. Einmal den Feuertaster, einmal einen der drei unteren Tasten. Gibt also ein sehr schön haptisches Feedback, was mir auch sehr gut gefällt. Und ja, letztendlich sage ich mal, ist die Kombi eigentlich schon recht cool. Wenn man darüber halt so ein bisschen hinwegsehen kann. Ein großes Manko, wie ich finde, ist dieser Squonker-Pack. Muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Anleitung vom Akkuträger stand, dieser Squonker-Pack hat 25 Milliliter Fassungsvermögen. Das ist ein Fehler. In der Beschreibung vom Squonker-Pack selbst steht 18 Milliliter. Und ich habe es nachgemessen,
höchstpersönlich mit 15 Millilitern. Also du hast eine Differenz zwischen den 18 und den 15 aufgrund der Zuleitung, die wahrscheinlich in den Tank geht. 18 würde er wahrscheinlich fassen, wenn da nicht diese Pumpe drinne wäre mit dem Liquidschlauch. Wer es weiß und damit klarkommt, ja, der weiß es jetzt. Wer natürlich jetzt von 18 Millilitern ausgeht, sich dieses Video nicht angeguckt hat, ja, der wird dann halt große Augen machen, wenn das Ding nur 15 passt. Aber 15 ist meiner Meinung nach auch schon richtig cool. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, verbaut ist hier ein Yihi SX490-Chip. Ich weiß, es wird wahrscheinlich die Frage aufkommen, wie ist das Akkumanagement? Yihi hatte Probleme mit der 500er-Reihe. Hier ist ein 490er drinne. Die 500er-Reihe hat die Akkus teilweise leer gesaugt. Hier ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich finde den Chip recht cool. Die Menüführung ist ja sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man sie aber einmal hat, finde ich sie recht angenehm. Yihi verbaut ja normalerweise immer so einen kleinen Joystick. Ich habe hier auch nochmal einen Autosquonker, der hat auch einen Yihi-Chip drinne. Der hat so einen Joystick. Nur mal so als Referenz. Hier wurden da drei Tasten eingebaut, was für mich persönlich jetzt die Menüführung um einiges erleichtert und auch sehr angenehm macht. Also ich habe mich dran gewöhnt, ich finde ihn eigentlich recht gut. Ja, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Mehr fällt mir jetzt wirklich nicht dazu ein. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn euch das Video etwas weiterhelfen konnte, ihr mir dafür einen Daumen nach oben da lasst. Natürlich auch über ein Abo meines Kanals, nicht nur hier bei YouTube, sondern auch auf Twitch. Wenn ihr Bock auf Livestreams, First Impressions, auspacken und ein bisschen quatschen habt, schaut gerne mal bei mir auf Twitch vorbei. Ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, sollten wir uns das nächste Mal wiedersehen, und verbleibe bis dahin mit Allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit.